Besondere an unserem Projekt ist nun, dass wir tatsächlich zum ersten Mal den gesamten Herstellungsprozess rekonstruieren, experimentell. Bislang wurde in der Forschung dieser Prozess immer nur theoretisch beschrieben. Aber wir haben es jetzt nun zum ersten Mal geschafft, wirklich solche Gussfälschungen auch tatsächlich herzustellen. In unserem Projekt sind Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen der Mineralogie, der Archäologie, der Numismatik und auch ein Schmied beteiligt. Ich bin Restauratorin für archäologisches Kulturgut und bin jetzt bei dem Projekt dabei. Aus Eigeninteresse, weil ich finde, wenn man weiß, wie der Herstellungsprozess war oder wie der technische Hintergrund eines Herstellungsprozesses ist, kann man das auch nochmal super gut in die Restaurierung mit einfließen lassen, gerade wenn es um Herstellungsspuren so geht, also kleine Kratzer und Schnitte und so weiter. In diesem Projekt hatte ich jetzt die Aufgabe, die Tonförmchen für das Fälschungsprojekt zu machen und das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, in unserem Projekt hier rekonstruieren wir in praktischer Weise den Herstellungsprozess von antiken Gussfälschungen, von gegossenen Münzen. Die Römer haben Denare gefälscht, indem sie eine Kupfer-Zinn-Legierung genommen haben und diese in Förmchen gegossen haben. Der Gewinn dieser Fälschung ist darin begründet, dass man unedles Metall, Kupfer und Zinn nimmt und damit versucht, edles Metall, Silber nachzuahmen. Für unser Projekt haben wir nun Denare genommen, die haben wir in Tonförmchen hineingedrückt. Dadurch hat sich die Form dieses Originalobjektes abgedrückt. Und dann, wenn man diese einzelnen Tonförmchen zusammenstapelt, wie man das hier sieht, kann man dann diese Formen ummanteln und hinein die Kupfer-Zinn-Legierung gießen. Ich schreibe über das Thema meine Masterarbeit, über die Münzfälschung und bin deswegen für die Dokumentation verantwortlich. Und ich freue mich sehr, bei dem Projekt dabei zu sein, weil ich Experimentalarchäologie sehr, sehr spannend finde und auch einfach das Praxisbezogene mir viel mehr Spaß macht. So, hier das fertige Förmchen ist natürlich jetzt noch feucht, also der Ton ist noch nicht getrocknet. Bevor die Förmchen aber in den Ofen kommen, müssen die zuerst an der Luft getrocknet werden, damit die keine Risse bekommen. Und dann sehen die so aus, wenn die Luft getrocknet sind und lederhart sind. Im Ofen dann werden die ca. 900 Grad gebrannt und dann sind die eigentlich fertig und schon bereit für den nächsten Schritt. Können aber auch den Ofen ganz langsam hochheizen und dann trocknen die während des Aufheizens. Ja, aber wir haben natürlich sehr viel Wasser. Ich bin Leiter vom Kompetenzzentrum Archäometrie Baden-Württemberg an der Universität Tübingen und wir machen schon seit 2016 zusammen mit dem Herrn Krimnicek entsprechende Kurse im Bereich Münzguss. Und im Rahmen dieses Projektes kümmern wir uns im Prinzip um die materialwissenschaftliche Analytik und im Prinzip auch das Processing und die Hintergründe in dieser Fragestellung. Im Rahmen dieses Münzguss-Experimentes führen wir jetzt auch die entsprechenden Temperaturmessungen innerhalb der Gussform durch, um einfach den Temperaturverlauf während des Gusses in Korrelation mit den einzelnen Münzen und den Ergebnissen des Münzgusses zu setzen. Ich bin Chemotechnikerin und arbeite im Kompetenzzentrum Archäometrie hier in Tübingen und bin in dem Projekt dabei, um die analytischen Kompetenzen abzudecken und versuche, die Theorie in die Praxis zu übersetzen.
Ja, die antiken Gussfälschungen, diese gefälschten, gegossenen Münzen, bestehen, wie chemische Analysen zeigen, aus einem Verhältnis Kupfer-Zinn 70-30%. Genau dieses Verhältnis stellen wir auch her, indem wir die beiden Bestandteile zusammenfügen und in einem Ofen zusammenschmelzen. Dann werden diese beiden Bestandteile in einem Ofen bei über 1100 Grad aufgeschmolzen. Diese Legierung wird dann in die bevor aufgeheizten Gussförmchen hineingegossen. Und 700, 800 unten am Boden, 600 oben. Ja. Ja. Aber dann sehen wir mal, wie die. Ja. Alles bereit? Diese Förmchen werden auf etwa 900 Grad aufgeheizt. Wir haben extra Thermoelemente in den Förmchen eingebracht, damit wir sehen können, wie hoch die Temperatur in den Förmchen selber ist, am Boden, im Mittelbereich der Förmchen und am oberen Rand. Auch die Esse selber, die Temperatur des Feuers, haben wir gemessen. Auch hier beträgt die Temperatur etwa 900 Grad. Ich bin gelernter Schmied und habe eine kleine Werkstatt. Und das hat sich angeboten, da ich sonst auch mit archäologischen Experimenten, vor allem aber auch Nachbauten aus der römischen Zeit, mich beschäftige, schon seit über 30 Jahren, dass man dann dem Projekt teilnehmen konnte. Und in der Werkstatt geht es eigentlich rauer zu, wie im Labor. Deswegen war eigentlich die ganze Sache gut, dass man dann hier auch im Feuer mit Gießtechnik die Resultate vom Münzgießer präsentieren konnte. Gießtechnisch war es hier jetzt echt spannend, dass man die Formen sehr hoch erhitzt hat im Feuer und dann eigentlich ganz gute, taugliche Resultate an römische Falschmünzer gewonnen hat. Was man jetzt in Zukunft noch machen kann, sind Detailverbesserungen, aber gegenüber den Projekten, die jetzt in den vergangenen Jahren gelaufen sind, sind wir jetzt auf dem Weg, dass man zumindest nicht mehr verhungern und verdursten müsste als römischer Münzfälscher. Nachdem die Förmchen abgekühlt sind, kann man sie vorsichtig aufbrechen und die Münzen herausnehmen. Dabei muss man die einzelnen Tonplättchen herausnehmen bzw. die Münzen vom Gussbaum vorsichtig abbrechen. Wie man an den Münzen sieht, bleiben teilweise dann noch solche Stege bestehen. Die muss man vorsichtig auch abfeilen, um dann richtig gute gefälschte Münzen herzustellen. Eine so eine Münze, ein Denar, entspricht in der Antike ungefähr dem Lohn eines Arbeiters pro Tag. Man sieht also, dass der Wert, den wir hier gefälscht haben, recht hoch ist. Bedenkt man, dass wir etwa 10 bis 15 solcher Münzen pro Förmchen produzieren und dann in einem Zeitraum von einem halben Tag mehrere solche Förmchen herstellen können, bekommen wir einen sehr hohen Wert zusammen. Gleichzeitig müssen wir aber auch bedenken, dass nicht alle Förmchen etwas werden. Entweder ist die Temperatur nicht hoch genug oder die Legierung bildet sich nicht gut genug in den Förmchen ab. Das heißt, wir, aber auch in der Antike wahrscheinlich, mussten sehr viel recyceln. Das sieht doch gut aus. Wow. Ja, oh, die Feld kommt das Feld. Okay. Aber da kommt, ah, da kommt was. Also wenn, das finde ich halt das Schöne jetzt. Es läuft da unten raus, aber es scheint immer noch so flüssig zu sein, dass es dann da reinkriechen kann. Ja, das Phänomen von solchen Gussfälschungen ist im Grunde im gesamten Römischen Reich mit besonderem Schwerpunkt in den Nordwestprovinzen, also in Mitteleuropa, Britannien, besonders gut dokumentiert. Wir haben in archäologischen Funden teilweise mehrere Tausende von diesen Gussförmchen. Ja, wie man an den Ergebnissen sieht, sind wir eigentlich perfekte Münzfälscher geworden. In der Antike wären wir jetzt schon richtig reiche Leute. Aber hier in der Realität ist es nicht der Fall. Diese ganzen Fälschungsobjekte, die kommen ins Museum.